So, hallo zusammen zu einem neuen Video. Heute geht es um Dr. Heiko Schöning und sein neues Buch Game Over. Dabei diskutiert er Zusammenhänge zwischen Anthrax, also von 2001, diese Anschläge, und die aktuelle Covid-19-Pandemie. Ich werde da auf ein Interview von ihm eingehen und mal sehen, wie stichhaltig seine Argumente sind, ob die weit hergeholt sind oder ob wir auf Basis der Argumente doch bestimmte Sachen hinterfragen müssen. In diesem Sinne, ich hoffe, es ist für euch interessant, viel Spaß und bis gleich. In diesem Buch sind die einzelnen Täter auch dargestellt, ihre Taten und auch die Beweise dazu. Das heißt, dieses Buch ist wirklich etwas, was einen Unterschied jetzt ausmachen kann, eben auf diese Frage zu sehen, ist es alles denn mit rechten Dingen, was hier rund um Covid-19 passiert, ja oder nein? Und die klare Antwort ist darauf, Covid-19 ist ein vorgeplantes Verbrechen. Das heißt, also nicht nur der Impfung, sondern auch das Virus. Alles was es darum geht. Die Krankheit selber gibt es natürlich, aber das alles, was damit verbunden worden ist, ja, also die Maßnahmen dazu, die ergriffen worden sind und auch die ganze Propaganda dazu, das ist alles vorgeplant worden. Auch die Geschäftemacherei dazu ist vorgeplant worden. Okay, hier ist eine Argumentation, dass, weil es Planspiele gibt, spätere tatsächliche Katastrophen durch diese Planspiele vorbereitet wurden. Das heißt, dass diese Katastrophen von Menschenhand durchgeführt wurden. Kennen wir ja eigentlich von der Feuerwehr. Feuerwehr macht ja auch Brandbekämpfungsübungen. Und man kann sich ja vorstellen, alle Feuer, die irgendwo passieren in Deutschland, wurden natürlich von der Feuerwehr gelegt. Und das Motiv ist natürlich ganz klar. Wenn es brennt, wird die Feuerwehr gerufen. Die haben eine Monopolstellung in der Feuerbekämpfung. Also ganz klar, Verdächtige ist Feuerwehr. Wir müssen was dagegen tun. Wir müssen das mal untersuchen. Also so ungefähr ist die Argumentation. Und die zieht sich jetzt natürlich so in diesem Sinne durch. Also mit, okay, es gibt irgendeine Motivation und derjenige ist in der Bekämpfung dieser Ursache. Also muss derjenige auch dafür verantwortlich sein. Also das ist das Grundargument hier. Und das kann ich tatsächlich einzelnen Personen zuordnen. Ja. Das heißt, in richtig kriminalistischer Weise kann ich den Tätern von heute ihre Verbrechen nachweisen. Ja, und da sind wir bei der wirklichen Enthüllung in das Buch, dass es nicht nur über das Virus geht, nicht nur über Medizin oder Impfung oder Impfstoff, aber du kommst wirklich mit Namen und was die alle in die letzten 20, 30 Jahre schon gemacht haben. Und das ist wirklich enthüllend. Und tatsächlich scheinen diese Verknüpfungen wesentlicher Teil des Buchs zu sein. Also, dass es eben ihm nicht um einzelne Beweise von Taten geht, also wo man sagt, okay, das ist passiert, da ist es dazu gekommen, sondern er schaut drauf, okay, es gibt Person 1, 2, 3, die sind verbunden durch diese Firmen oder diese Aktionen, also müssen die ja alle miteinander zu tun haben, also müssen ja die auch die Verursacher sein. Also das ist so ungefähr der grobe Ansatz hier. Es ist so, man kann sich sehr viel Zeit, sehr viel Nerven und auch sehr viel Geld und Ressourcen sparen, wenn man einmal verstanden hat und nachvollzogen hat mit glasklaren Belegen, wenn man einmal nachvollzogen hat, es handelt sich hier tatsächlich um Verbrecher. Ja. Und wenn es ein frisches Verbrechen ist, dann ist es naturgemäß immer schwierig nachzuweisen, weil die Verbrechen abgestritten werden, weil noch nicht so viele Belege auf dem Tisch sind. Ja. Aber es gibt ein Verbrechen, welches die gleichen Täter rund 20 Jahre zuvor durchgeführt haben. Und das ist, ja, wie richtig gerade gesagt worden ist, Anthrax. Ja.
Ja, erst einmal, hier macht er natürlich kräftig Framing. Er spricht immer davon, man kann es erst verstehen, wenn man die Beschuldigten bereits als Verbrecher ansieht, also wenn man schon quasi sagt, okay, die sind schuld, und dann kann man das ganze Konstrukt verstehen. Das nennt man auch Poisoning the Well, das heißt, den Brunnen zu vergiften. Das heißt, ich sage erstmal, okay, das ist der Schuldige, und baue dann meine Beweisführung auf, warum ich glaube, dass derjenige der Schuldige ist. Und das führt natürlich zu einem gewissen Bias, das heißt Vorurteilen. Das heißt, alles, was er jetzt sagt, betrachtet man aus dem Blickwinkel, ja, wir wissen ja schon angeblich, dass die schuldig sind, und jetzt suche ich eigentlich nur noch die Verbindungen, und wenn ich diese Verbindungen gefunden habe, dann ist meine Beweisführung erledigt, und um die Details, die sind mir egal, die kann man dann später irgendwann mal noch klären, aber das ist so der wesentliche Punkt. Und da spricht er natürlich ein ganz bestimmtes Publikum an, die natürlich schon an dieses Buch oder an dieses Video mit diesem Ansatz herangehen. Also die suchen schon einen Schuldigen oder die wissen schon oder meinen schon zu wissen, okay, mit der Pandemie, da stimmt irgendwas nicht und die müssen ja schuld sein. Bitte erzähle mir, Herr Schöning, bitte erzähle mir eine Geschichte, wie das dann alles so zusammenkommen könnte. Und nachdem diese Geschichte erzählt ist, habe ich als Teil dieses Publikums eigentlich keine Motivation mehr, das noch in Frage zu stellen, weil meine Emotionen sind ja jetzt beruhigt. Ich kann mich jetzt schön zurücklegen. Okay, es gibt da eine Geschichte, die und die haben da irgendwas miteinander gemacht. Also, das sind die Schuldigen. Also kann ich meine ganzen negativen Emotionen darauf projizieren und ich kann quasi auch gleich einer Lösung, also so einem Lösungsversprechen folgen, dass sobald es hier irgendwie ein Gerichtsverfahren gibt oder sobald da mal jemand angeklagt wird, dann wird alles besser. Dann lösen sich die Probleme in der Welt auf, erzählt er verschiedene Katastrophen, Anschläge, Terrorismus und so weiter auf. Also wenn man nur diese Personen finden würde, dann würde alles in der Welt besser gehen. Und es ist natürlich so eine Art, ja, Escapismus, also dass man eigentlich von den eigentlichen Problemen in der Welt flieht, also dass man sich jetzt mal wirklich mit Korruption beschäftigt, mit Klimawandel, mit Umweltzerstörung und so weiter, dass man da mal schaut, okay, wie können wir das denn lösen? Und das ist natürlich deutlich schwieriger, als zu sagen, okay, da sind die 10, 500 oder 1000 Bösen und wenn wir die weg haben, dann wird alles wieder gut. Also so eine ganz einfachste Lösung der Probleme, aber tatsächlich wird es gar nichts ändern an der Sache, weil vieles ist halt in der Natur des Menschen, Systeme, die zusammengehen, und man muss wirklich teilweise sehr trockene Arbeit machen, und das hat überhaupt nichts mit großen Verschwörungen oder so zu tun, sondern sei es auch nur lokal, sich für Politik einzusetzen. Ich möchte dich gerne fragen, wie du selber entdeckt hast, woher Corona zu der Anthrax führte. Ja. Man muss sagen, dass ich zuerst das Anthraxverbrechen untersucht hatte. Ja. Schon lange, schon Jahre. Das ist schon, schon tatsächlich viele Jahre. Ja. Denn das Anthraxverbrechen, dazu gab es dann ganz offiziell einen Abschluss im Jahre 2008. Im Jahre 2008 hat das FBI, also die Bundespolizei der USA, gesagt, wir haben jetzt den Täter. Und es ist keine Tätergruppe, sondern es ist ein Einzeltäter. Eine Person. Ja, eine Person. Und sein Name ist Dr. Bruce Ivins. In dem Buch sind diese Personen auch abgebildet, auch als Spielkarten dazu, damit man sich das ein bisschen besser einprägen kann. Mhm. Also im Jahre 2001 hat das FBI gesagt, 2008 hat das FBI gesagt, der Täter von Anthrax 2001 ist Dr. Bruce Ivins. Mhm. Das ist dieser Mann. Der Sündenbock, genau. War er das? Hatte er etwas damit zu tun, oder? Ja, er hatte etwas damit zu tun. Mhm. Und zwar hat er aus dem Jahre 2000 bis 2002 für die Firma Emergent Biosolutions, zu der Zeit Bioport genannt, gearbeitet. Yeah. Er war also ein direkter Mitarbeiter der Firma Bioport Emergent Biosolutions. Aha. Und das war die Firma, die das Monopol auf den Anthrax-Impfstoff gehabt hat. Anthrax-Impfstoff? Genau. Aha. Das heißt also,
Es gab seine Firma. Es gab einen Impfstoff dagegen. Ja, seine Firma hatte also das Gegenmittel zu Anthrax als Impfstoff. So, und die Presse hat dann auch gefragt, kann man jetzt mit dem sprechen, wo ist der? Ja. Und da hat das FBI gesagt, oh, das tut uns leid, aber er hat letzte Woche Selbstmord gemacht mit Paracetamol. Wirklich? Ah, mit Paracetamol. Genau. Die schwerste, das schwerste Mittel, um Selbstmord zu machen. Ja, genau. Ja. Also das war der Punkt, auch für mich. Ja. Also im Jahre 2008 soll Dr. Bruce Ivins mit Paracetamol sich das Leben genommen haben. Ja. Und da kommt es, dass ich als Arzt eben auf drei Kontinenten Patienten mit genau dieser Diagnose, also Überdosis von Paracetamol, behandelt habe. Ja. Daher kenne ich den Ablauf und weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das auch zum Erfolg führt. Die Chance ist in Deutschland 1 zu 4.200. Dass das zum Erfolg führt. Ja. Okay, Schöning gibt sich hier ganz klar als Experte im Bereich Paracetamol aus. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Auf jeden Fall tut er hier so eine Art Autorität eben sich sicherstellen. Er war auf drei Kontinenten, er hat verschiedene Patienten begutachtet. Dann sagt er aber, dass die Chance, daran zu sterben, 1 zu 4.200 ist. Das kann man einfach mal nachgoogeln, woher hat er eigentlich diese Zahl. Und diese 4.200 sind einfach in einem bestimmten Jahr die Anzahl der Vergiftungsfälle, also durch Überdosis, durch Paracetamol. Das heißt aber noch nicht, dass das tatsächliche Suizidversuche waren. Das muss man davon abrechnen. Und auch sagt er zum Beispiel nicht, okay, dass es einfach behandelbar ist. Das heißt, jemand, der das nimmt und sich dann möglichst schnell beim Giftnotruf, beim Krankenhaus, beim Notruf und so weiter meldet, der kann noch behandelt werden, bevor das zu wirklich permanenten Leberschäden führt. Und das führt dann zum Tod. Was er auch nicht sagt, ist, der hat das Ganze überlebt. Das heißt, der hat sich vermutlich vergiftet und hat es überlebt, ist ins Krankenhaus gekommen, hat sich dann aber gegen eine Lebertransplantation entschieden. Das heißt, der hat sich dann letztlich dafür entschieden, okay, schaltet die Maschinen ab. Das ignoriert er hier und das nennt er aber gleichzeitig als seinen zentralen Beweis. Also, dass sich jemand wegen dieser 1 zu 4.200 Wahrscheinlichkeit nicht selbst töten könnte. Das ist klar, dass er hier den Zuschauer oder den Leser hier hinters Licht führt. Er musste hier das natürlich erwähnen. Und natürlich müsste hier natürlich noch erwähnen, dass so verschiedene ärztliche Sachen, also dass man das nicht machen soll, dass man da den Giftnotruf rufen soll und so weiter, weil er weiß ja nicht, wer jetzt hier da gerade zuschaut, also ob da jemand gefährdet ist. Deshalb habe ich jetzt hier das noch in der Beschreibung entsprechende Stellen, also für Suizidgefährdung, Giftnotruf und so weiter eingestellt. Was er natürlich macht, das ist unverantwortlich, einfach zu sagen, ja gut, das ist ja ungefährlich oder so. Sagt er nicht so, aber es hat auch so einen seltsamen Beigeschmack. Erstens die Zahl, die er einfach so aus der Luft greift, dass er nicht erwähnt, dass es behandelt werden kann, dass er nicht erwähnt, dass der tatsächlich ins Krankenhaus kam, dass er nicht erwähnt hat, dass er sich gegen die Lebertransplantation entschieden hat und so weiter und so fort. Also das ist sehr fraglich, was er hier macht. Ich als Zuschauer würde ich sagen, nö, das akzeptiere ich nicht als Beweis, da muss er schon mehr liefern. So, und das Einzige, was er über den Mann sagt, ist, ja, der hat in so einer bestimmten Firma gearbeitet, die dann später die Impfstoffe hergestellt hat. Aber tatsächlich hat er in einer Firma gearbeitet, die eben aktiv, also mit aktiven Anthragssporen zu tun hatte. Also er hat direkten Kontakt, also natürlich mit der entsprechenden Schutzkleidung, hat direkten Kontakt zu Anthragssporen gehabt. Tatsächlich konnte man das quasi nicht wirklich nachweisen, wie ganz konkret er das denn da rausschmuggeln konnte aus der Anlage, weil es natürlich Hochsicherheit und eigentlich ist es nicht möglich. Also man hatte das nicht rausfinden können. Aber es gab einige Hinweise natürlich. Erstens, er hat eine ziemliche
Vergangenheit, also mit psychischen Erkrankungen, hat auch gegenüber Kollegen, auch teilweise anonym gedroht. Und er hatte eben auch Gewalt und Vernichtungsfantasien auch gegenüber seinen Therapeuten geäußert. Also wer, wenn nicht er sozusagen. Natürlich bleibt so ein gewisse Restunsicherheit da, weil man hatte natürlich nicht sein Geständnis. Also das ist natürlich Dings. Aber daraus dann wirklich zu bauen, okay, der konnte es nicht sein, weil er Paracetamol genommen hat und dann muss die Firma ja irgendwie schuld gewesen sein und ihn irgendwie da involviert haben und die Firma baut dann 20 Jahre später Impfungen. Wie bringt er hier so eine logische Kette zusammen? Alles, was er macht, okay, es erinnert mich ein bisschen an Seven Steps bei Wiki. Also man kann immer schauen, okay, ist es so ein Spiel, man geht auf eine zufällige Seite und versucht dann von dieser Seite zu einer anderen Seite zu kommen, indem man nur klickt. Also sei es jetzt, okay, Bundeskanzler, Deutschland, Bayern, Fußball, München und so weiter, dass man halt sich so durchklickt. Und er macht hier nur so Assoziationen zwischen den einzelnen Punkten, aber er sagt nicht, wie das denn sein konnte oder ob man da irgendwelche Beweise hat. Er spricht zwar immer von Beweisen, aber tatsächlich hat er nur eben quasi Links von einem zum nächsten und das ist schlicht kein Beweis. Okay, was man hier noch anmerken sollte, ist, es gibt zwar kein Geständnis, aber er wurde dabei eben erwischt, Beweismittel zu vernichten. Also er hat dann irgendwie sein Labor komplett desinfiziert, um ja nicht irgendwie irgendwelche Spuren zu haben. Da kann man natürlich auch spekulieren. Man hat jetzt nicht erwischt, okay, das und das gefunden. Aber man hat ihn auch erwischt, dass er eine Probe ausgetauscht hat, also während der Untersuchung, also während den Jahren der Untersuchung. Also das führt natürlich zu vielen, vielen Fragezeichen und dann muss man erstmal mit einer deutlich besseren Theorie kommen, als dass er das war. Ja. Und Edwin Mies hat die offizielle Gerichtskommission, in der Bruce Ivins gewesen ist, hat er aus dem Hintergrund geleitet und hat sogar mit seiner Stiftung, die Heritage Foundation, die Coronavirus-Kommission in den USA gegründet. Wow. Ja? Ja. Und diese Coronavirus-Kommission in den USA hat schon im April 2020, also ganz früh, ja, nicht mal einen Monat nachdem die Pandemie ausgerufen worden ist, haben die schon einen Plan herausgegeben und dann ein 70-seitiges Dokument, ja, und haben schon gesagt, wie das mit Corona zu laufen hat. Social Distancing, Contact Tracing, Abstand, Impfung, da war schon alles drin. So, hier weiß ich nicht genau, was er damit implizieren will. April 2020, er sagt zwar, das ist ein Monat, nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hat, aber natürlich in den USA wurden ja schon lange, also das war ja schon lange bekannt, das ist ja auch schon im Februar, wurden schon intensive Diskussionen gemacht, okay, wie gefährlich ist das, wollen wir da was machen, wollen wir da was schließen oder wollen wir da nicht schließen. Auch, muss man sagen, diesen ganzen Pandemieplan, der wurde ja schon von der Obama-Administration vorbereitet, also der lag quasi schon auf dem Tisch, dass dann im April 2020 etwas fertig war. Das ist jetzt eigentlich nicht überraschend. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, quasi vier Monate nach Beginn der Pandemie, da liegt jetzt ein Plan schon in der Schublade. Im April, dass der Plan fertig ist, da kann man jetzt nicht sagen, okay, das heißt ja, die mussten ja schon wissen, dass da was ist. Mit dieser Publikation, Game Over, ist klar dargelegt, dass es sich um ein vorgeplantes Verbrechen handelt. Das heißt, diese Panik rund um Covid-19, die ist nicht einfach so halt vom Himmel gefallen, sondern war vorgeplant. Und das kann ich den einzelnen Personen zuordnen und auch den Institutionen, also wie dieser Firma. Genau, und auch hier wieder, ja, kann er es dann doch nicht beweisen. Also welche Beweise liefert er dann jetzt? Er spricht immer von Beweisen, aber was möchte er denn jetzt? Die jetzt halt ein Fast-Monopol für die Herstellung von Corona-Impfstoff hat und schon das Monopol für den Anthrax-Impfstoff hatte. Hier ist natürlich unklar, was er denn meint. Was bedeutet hier quasi Monopol?
Also die Emergent BioSolutions produziert Johnson & Johnson und ich glaube AstraZeneca. Und die Marktführer sind doch eher Moderna und Pfizer. Also irgendwo zweiter, dritter, vierter Platz. Und die sollen quasi für die Pandemie verantwortlich sein. Aber andere haben dann die Lorbeeren geholt. Ist auch wieder die Frage, wie passt das zusammen? Wenn die jetzt Vorwissen haben, worauf er immer wieder hinaus will, warum sind dann die nicht die Marktführer? Warum haben die dann nicht irgendwie, was weiß ich, im Geheimen irgendwie schon Vorsprung in der Forschung gehabt oder so? Auch hier wieder, ich nenne es manchmal so dumme Superterroristen, so ungefähr. Wenn die wirklich dieses Vorwissen gehabt haben und die Pandemie ausgelöst hätten oder wie auch immer, warum schaffen sie es dann nicht auch, eine Impfung dann schon quasi zur Hand zu haben? Dann wird natürlich wieder gesagt, ja, dann würde es ja auffallen und so weiter. Ja, aber dann, das sind ja wieder so Ausflüchte, dann ist es ja wieder kein Argument. Also, was ihr hier als Argument sagt, ja, die hätten ja quasi Monopol von den Covid-Impfstoffen, ist schlicht falsch. Das Argument kann man auch vergessen. Aha. Aber da kann man noch immer sagen, ja, aber das Coronavirus, das kam ja aus einem chinesischen Labor. Und ja, was hat das mit Amerika zu machen? Oder mit den Regenmafia oder mit den Trump-Mafia? Ja. Es gibt sehr viele Details dieses Verbrechens. Ja. Aber wenn man einmal verstanden hat, dass die Hauptdrahtzieher, die jetzt im Weißen Haus zum Beispiel sitzen, wie Edwin Meese, der 200 seiner Leute in die Trump-Administration gebracht hat, wenn man einmal versteht, dass er vor Verbrechen begangen hat und dass er auch in die heutigen Sachen verstrickt ist, dann ist es nicht so wichtig, welche Details da sind, also woher jetzt das Virus tatsächlich stammt. Und hier auch wieder so diese logische Umkehrung. Im Grunde sagt, ist, ja, die Leute seien kriminell, da sie angeblich die Pandemie verursacht haben. Also es ist ja nicht so wichtig, Beweise dafür zu haben, um zu zeigen, dass sie die Pandemie verursacht haben, weil sie ja kriminell sind. Also quasi, hey, wir haben einen Verbrecher gefunden, wir haben den geschnappt und weil er ja ein Verbrecher ist, brauchen wir jetzt keine Beweise bringen. Also auf dieser Ebene der Logik argumentiert er hier. Dieses Interview, welches im September 2001 auf der deutschen Plattform kenfm.de ausgestrahlt worden ist. 2019. Ja, okay. Ja. 2019, also ein paar Monate bevor Corona ausgebrochen ist, habe ich in einem fast zweistündigen Interview den Buchentwurf von Game Over auf den Tisch gelegt. So wie es hier war. Noch in einem anderen, größeren Format. Ja. Habe ich auf den Tisch gelegt und habe gesagt, für 2020 wird eine große Erregerpanik wieder geplant. Von den gleichen Tätern, die das Anthrax-Verbrechen gemacht haben. So, und dass ich jetzt hier 2018 bzw. 2019 eine Aussage gemacht hat, das ist kein Beweis für irgendwas. Also er kann sich nicht selbst zitieren und dann sagen, es ist ein Beweis. Aber hören wir doch mal in dieses Video, in seine Aussage hinein. Und das Killer-Chart ist hier das letzte Chart, das Sie zeigen, wohin wollen Sie? Und das, was Sie wollen, ja, steht hier direkt. Sie sagen, wir haben heute einen Umsatz von $540 Millionen. Ende 2017. Übersichtlich, wenn man sich den Pharmamarkt anguckt. Genau, eine halbe Milliarde haben wir, ja, nur in diesem Unternehmen. Und wir wollen 2020, Target 2020, wollen wir zu einer Million. Eine Milliarde. Das heißt eine Verdopplung. Nochmal 500 Millionen. Und jetzt muss man sich fragen, Sie haben es gerade auch gestellt, wie kommt man dahin, dass dieses Unternehmen, welches halt hauptsächlich Anthrax-Impfstoffe und Anthrax-Antikörper hat, auch gegen ein paar andere Krankheiten. Und die besten Kontakte hat in die Regierungskreise der USA, zu den privaten Laboren und in der Vergangenheit sehr intensiv Revolving Door-Politik betrieben hat. Wie schafft man das, dass man da vielleicht so
kleinen. Genau. Ja. Und das muss man sich eben fragen, aber das ist genau der Plan, nicht? Den sie den Finanzanalysten ja hier schon zur Verfügung stellen, Ende 2017. Die sagen halt, okay, wir kommen jetzt dahin, nochmal 500 Millionen, was wir aus der ganzen Geschichte vorher halt, bisher auf dem Stand sind wir jetzt, aber in 2 Jahren verdoppeln wir das auf 1 Milliarde. Wie kommen wir dahin? Also was er sagt, irgendwas kommt, also Ende 2017 hat er, glaube ich, gesagt, hat er das Interview gemacht und er hat einen Plan, also für die Stakeholder, für die Aktienbesitzer, für die Shareholder, hat einen Plan gelesen, wo drin steht, okay, wir müssen bis 2020 unseren Gewinn verdoppeln oder Profit verdoppeln. So, bis 2020 ist keine Pandemie passiert, das ist erstmal das falsch. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bis Ende 2019 hatten die bereits ihren Gewinn verdoppelt, also ganz ohne Pandemie. Also er fragt groß, ja, wie kann es die Firma schaffen, den Gewinn zu verdoppeln? Ja, sie hat es geschafft ohne Pandemie. Also was ist denn sein Argument? Tatsächlich, ich glaube, irgendwie 2021 sind die auf 1,6 Milliarden, aber eben Ende 2019 waren die bereits bei 1,1 Milliarden Dollar. Also haben bereits mehr als verdoppelt, ganz ohne Pandemie. Also ist ein Argument hier wieder ohne Boden. Das ist unglaublich, weil im September 2019 konntest du wissen, dass es ein Event 201 geben würde, aber nicht im Dezember 2018. Ja, genau. Wie war das, dass du das wusstest? Das war schwierig, um es so zu sagen, und auch sehr gefährlich, auch sehr brisant. Deswegen ist dieses Interview auch heimlich aufgenommen worden in Berlin im Dezember 2018 und ist erstmal in der Schublade geblieben, um noch mehr vorzubereiten, um Informationen vorzubereiten. Ja, seine Anmerkung hier, dass das Interview quasi in der Schublade lag, finde ich eigentlich recht spannend. Da muss ich mich natürlich fragen, wie viele andere Interviews liegen denn noch in der Schublade? Also vielleicht, ja, also wenn ich kluger Verschwörungserzähler wäre, würde ich doch für jede mögliche Katastrophe mal vorsichtshalber ein Interview machen und dann aus der Schublade rausziehen, wenn es passiert. Vielleicht hat er ein Interview für 2019, ein Interview für 2018, ein Interview für 2020 erstellt und zieht dann das entsprechende raus, also wie so ein Taschenspielertrick. Und gibt dann das richtige Interview raus. In diesem Fall glaube ich nicht, dass das so passiert ist, aber ist doch ein interessanter Gedanke, wie viele da ihre Interviews sozusagen vorbereiten. Und ich habe auch schon im März 2020 habe ich schon auch lange Interviews gegeben und habe schon vorhergesagt, dass es zu Ausgangssperren kommen wird, dass diese Verbrecher auch Impfpflichten planen, ja? Das alles, was tatsächlich eingetreten ist. So, März 2020, okay, da müsst ihr jetzt nochmal den genauen Tag sehen, aber Ausgangssperren zumindest in China gab es ja schon, also das war jetzt nicht weit hergeholt. Klar, man könnte sagen, ja, in Europa gibt es das sowas, aber so richtige Ausgangssperren, gut, ich glaube, in Italien gab es das oder in Spanien, aber in Deutschland waren es ja keine echten Ausgangssperren, also dass man sagt, okay, dass da die Soldaten durchgehen, und sondern das war halt eine Kontaktbeschränkung und nicht jetzt so eine Ausgangssperre, sondern die Geschäfte hatten zu und man konnte natürlich trotzdem noch rausgehen und so weiter. Also es ist jetzt keine Ausgangssperre im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher eine Kontaktbeschränkung. Gut, Impfpflicht gab es dann auch schon zu der Zeit, also die Diskussion, siehe Masern zum Beispiel, und früher gab es auch schon Impfpflicht. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt jetzt noch keine Impfpflicht in Deutschland. Also was ist dann sein Argument? Und auch hier wieder, so weit hergeholt ist es nicht. Und man muss auch wieder sagen, wenn es jetzt nicht zur Impfpflicht gekommen wäre, dann hätte er das halt hier nicht erwähnt. Also das ist immer so diese rückwirkende Prophezeiung sozusagen. Man sagt 20 Sachen und wenn dann eine Sache eintritt, dann sagt man, ah, ich hatte es ja gewusst, es kommt. Also ich bin 2012, ich sage, es kommt jetzt der große Crash. 2013 nichts passiert, 2014, 2025, jetzt. Und dann sage ich, vor 15 Jahren hatte ich ja gewusst, der große Crash kommt.
Also das muss man hier nicht in irgendeiner Form einen Wert zuweisen, dass der irgendwie vorher schon was gesagt hat. Das konnte ich eben schon im März 2020, als Corona dann gerade ausgebrochen worden ist, eben vorhersagen. Und selbst an dem Tag, an dem der WHO-Vorsitzende die Pandemie für Corona ausgerufen hat, im März 2020, ich habe am gleichen Tag ein Interview gegeben, wo ich vorhergesagt habe, dass Dr. Richard Tubb, der Leibarzt von George W. Bush, dass der eine Firma gekauft hat, die Corona-Impfstoffe herstellt. Und zwar aus genveränderten Tabakpflanzen. In welches Jahr war das? 2013 oder was? Er hat diese Firma im Jahre 2014 gekauft. Und zwar als Vorstand der Tabak-Zigarettenfirma British American Tobacco. Er ist also als Arzt aus dem Weißen Haus als Vorstand gewechselt 2013 und hat 2014 die Firma Kentucky Bioprocessing gekauft. Und die machen heute Corona-Impfstoff aus genveränderten Tabakpflanzen. Und das habe ich am 11. März 2020 in einem Interview schon in die Kamera gesagt. Und erst am 1. April 2020 hat dann in einer Pressemitteilung der Konzern British American Tobacco ist zugegeben, dass sie eine 100%ige Tochter haben, mit der sie Corona-Impfstoffe herstellen. Die Kentucky. Aus genveränderten Tabakpflanzen. Ja. Und das Genie, das es schon vorher wusste, war Dr. Richard Tubb. So, hier, da kann ich dem nicht mehr folgen. Meint er jetzt hier wieder, er hätte irgendwie prophetische Kräfte oder so? Es gibt einen Weltartikel von Anfang März, wo genau das drinsteht. Also wenn er vor dem 1. April 2020 das wusste oder so, gut, er hat halt den Weltartikel gelesen. Das ist jetzt keine besondere Tat. So, und was sagt er jetzt hier eigentlich bezüglich diesem Richard Tubb? Also Richard Tubb war der Arzt des Präsidenten, auch am 11. September. Und im Grunde sagte er, okay, weil Richard Tubb am 11. September den Leuten Antibiotika gegeben haben, also die vorher in der Schule waren, am 11. September, deshalb musste er Vorwissen haben. Aber in den ganzen 90er Jahren, also 1990er Jahren, waren sowas wie Anthrax war immer wieder in den Nachrichten. Also hier zum Beispiel ein Artikel über von 1999, Anthrax, insbesondere weil das eben sehr kosteneffizient ist im Vergleich zu klassischen Sprengstoffen zum Beispiel. Dahingehend sehe ich jetzt nicht, wo da ein Vorwissen wäre. Er hat halt die wahrscheinlichste Gefahr hergenommen, was könnte es sein? Und er als Arzt nimmt dann natürlich biologische Waffen an und sagt dann, okay, Anthrax, Anthrax, Anthrax. Er hat es immer wieder vielleicht in den Nachrichten von CIA und so weiter gehört, dass das eine mögliche Gefahr ist. Also hat er gesagt, so eine Katastrophe wie 11. September haben wir noch nie erlebt. Da kann durchaus noch mehr sein. Die haben 1, 2, 3 Flugzeuge koordiniert, dann kann das durchaus sein, dass sie quasi eine komplette Köpfung der Regierung machen wollen und sagen, wir machen zusätzlich noch einen Giftanschlag, weil das ja sowieso schon im Raum stand. Also da sehe ich jetzt keine Verknüpfung. Auch irgendwas, dann sagt er ja, okay, also der Arzt hätte dann 2014, wäre dann in diese Firma eingestiegen. Aber wie hätte er 2014 wissen können, oder wie hätte er 2014 wissen können, dass sie dann 2020 einen erfolgreichen Impfstoff entwickeln können? Also wurde das 6 Jahre lang geplant. Und wenn man mal wirklich schaut, okay, es gibt über 100 verschiedene Impfstoffe in Entwicklung. Wo steht denn diese Firma, die angeblich 6 Jahre Vorwissen hatte von dem Plan? Ja, die sind immer noch in Phase 1. Also
Welchen Vorteil hatte das denn? Also was hat es denn jetzt dem Richard Tapp vielleicht gebracht, dass er angeblich Vorwissen gehabt hätte? Also auch hier wieder Unsinn. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben von so einem Beweis, was du, das Buch steht voll mit Fakten und Beweise, aber kannst du so ein Beispiel geben davon? Ja, bleiben wir, um es nicht zu kompliziert zu machen, bleiben wir bei Dr. Richard Tapp. Mhm. Was hat er in 2001 dann mit Anthrax zu tun gehabt? Dr. Richard Tapp hat, und das ist in seiner eigenen Aussage gedruckt worden, er hat das Gegenmittel zu Anthrax am Tag des Septembers 2001 George Bush und der gesamten Regierungsmannschaft im Flugzeug Air Force One gegeben. Also, er hat das Antibiotikum Ciprofloxacin gegen Anthrax gegeben. Der Punkt ist, am 11. September 2001 konnte noch niemand außer die Täter selber wissen, dass es einen Anthraxanschlag gegeben hat. Warum nicht? Das habe ich in dem Buch genau dargelegt. Warum nicht? Einfach, weil die Welt erst 3 Wochen später, erst im Oktober 2001, davon erfahren hat. Und jetzt muss man sagen, naja, das war ja dann vielleicht nur Vorbeugen, Prophylaxe. Nein, denn es könnte jetzt ja 50 verschiedene Biowaffen geben, mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Yeah. Warum hat er genau dieses gegeben, Ciprofloxacin, ausdrücklich, und das in seiner eigenen Aussagen, gegen Anthrax? Er hatte also gesichertes Wissen. So, und hier spricht er quasi einen anderen Aspekt an, und zwar warum denn genau Cipro, aber wir haben ja schon gesehen, Anthrax quasi Nummer 1, das ist die höchste Gefahr sozusagen, weil es halt am meisten Todesopfer pro eingesetztem Geld sozusagen bringen würde. Und das ist das Naheliegendste. Ich meine, was hätte er gemacht? Gegen was hätte er geimpft? Ja, hätte vielleicht gesagt, ja, warten wir mal erst, ob irgendwas passiert und dann geben wir was. Auch muss man sehen, okay, nehmen wir mal an, er hätte davon gewusst, dass das kommt. Also sagt er auch immer, Täterwissen sozusagen, dass das beweisen würde. Ja, warum dann 3 Wochen zu früh? Und wenn er wusste, dass das passiert und dass die Briefe nach New York geschickt werden, warum dann die Leute im Flugzeug mit Cipro geben? Also wenn er Täterwissen hatte, dann wäre sein Verhalten unlogisch gewesen. Also da sehe ich auch nicht, was er hier da aufzeichnen möchte. Und ist es dann auch verhältnismäßig dann vielleicht nur vorbeugend, das zu nehmen? Nein, das ist es nicht. Und das ist der ganz wichtige medizinische Punkt da drin. Denn Ciprofloxacin macht so schwere Nebenwirkungen wie Verwirrtheit und Halluzination, dass man damit nicht halt den Präsidenten vergiften möchte, der ja die Herrschaft über die Atomraketen hat. Ja. Und die ganze Regierungsmannschaft, die auch an Bord dieses Flugzeug gewesen ist. So, ich bin kein Experte, was Cipro betrifft. Ich habe jetzt nur ein bisschen geschaut, was da für Warnhinweise gekommen sind über die Jahre und habe da auch einige aus 2013 gefunden. Also es kann durchaus sein, müsste man mal einen Experten fragen, wie die Lage um 2001 war. Also ob da wirklich so viele Nebenwirkungen bekannt waren, dass man sagt, okay, das machen wir lieber nicht. Auch ist es nicht so, dass das quasi präventiv sozusagen war. Also präventiv im Sinne von, ja, es gibt so eine unklare Anthragsbedrohung jetzt schon seit einiger Zeit. Nehmen wir mal alle Cipro und schauen, also nur so als Vorsicht sozusagen, nehmen wir das mal ein paar Monate. Also so ist es ja nicht passiert. Man hatte ja einen ganz, ganz konkreten Fall und mit einer deutlichen Risikoänderung am Tag des 11. September. Also das ist ja nicht quasi aus dem irgendwie einfach mal so am 3. September oder so passiert. Also was anderes wäre, wenn der Doktor gesagt hätte, bevor die zu der Schule gekommen sind und bevor die Flugzeuge quasi in die Hochhäuser geflogen sind, wenn er da schon gesagt hätte, okay, Leute, nehmen wir mal, ich habe so ein schlechtes Gefühl heute, nehmen wir mal Cipro einfach nur so als Vorbeugung.
Das wäre natürlich mit einem großen Fragezeichen. Aber nachdem das passiert ist, es wäre umgekehrt, hätte das nicht gemacht, dann könnte man überlegen, hat er sich da irgendwie hätte er sich da strafbar gemacht, weil er nicht die Vorsicht walten hat lassen. Also das geht eher in die andere Richtung. Okay. Und das hat er 3 Wochen zu früh gegeben, mit Täterwissen. Ja. Und das bleibt einfach eine medizinische, forensische Tatsache. 3 Wochen zu früh hatte er Täterwissen zu Antrax 01. Ja. Und auch hier wieder, zu früh ist Täterwissen, was bedeutet das? Also es wäre so, wie wenn ich weiß, okay, eine bestimmte Bank wird überfallen und dann gehe ich 3 Wochen vorher zu der Bank mit einer schusssicheren Weste, aber dann an dem Tag des Überfalls bin ich gar nicht da. Und dann sagt man mir, ja, weil ich 3 Wochen vorher eine schusssichere Weste getragen habe, muss ich ja von dem Banküberfall 3 Wochen später gewusst haben. Also das macht keinen Sinn. Viel ersichtlicher ist doch die Erklärung, also dass dieser Bruce Irwin einfach die Anschläge emotional nicht verkraftet hat. Also insgesamt liegt doch die Beweislage deutlich dahingehend, dass es halt eine Tat von einem kranken Mann oder von einem kranken Genie sozusagen mit so doppelter Persönlichkeit, also mit einem geordneten Äußeren, aber halt einem ziemlich zerworfenen Inneren war. Also das ist viel eher ersichtlich als diese Theorie, ja gut, dass das präventiv genommen wurde und dass er vorher irgendwie 3 Wochen vor diesen anderen Anschlägen das gemacht hat. Das passt einfach nicht zusammen. Also das erschließt sich mir logisch nicht, was er denn da zusammenbringen möchte. Also was funktioniert hätte sozusagen, wenn die Briefe tatsächlich am 11. September eingetroffen wären und nicht erst 3 Wochen später, dann würde seine Theorie Sinn machen. Dann könnte man sagen, okay, der wusste davon, der wusste vielleicht nicht, wohin die Briefe gehen. Und dann hat er gesagt, okay, das ist jetzt der Startschuss und ich bin da irgendwie involviert. Und dann gibt man mir vor allem und halt den wichtigen Personen um mich herum, gebe ich vorsichtshalber Cipro, weil ich weiß schon, das kommt auf uns zu oder so. Dann wär's klar. Aber 3 Wochen später? Nee. Und dieser Mann ist der gleiche Mann, der heute in der Coronavirus-Kommission der USA sitzt. Wirklich? Ja. Er sitzt von Edwin Meese, ja, von der Heritage Foundation, in dieser Kommission drin. Das ist, Top ist ein bisschen der Puppet von Edwin Meese. Ja. Okay. Er ist einer der Mitspieler. Ja. Edwin Meese ist so die graue Eminenz dahinter, ja, ja. Ja, der schon ganz viele offizielle Regierungskommissionen vertuscht hat. Mhm. Und Dr. Richard Tubb ist auch dafür benutzt worden, also diese Kriminellen, das ist immer wieder das Gleiche, für diese Coronavirus-Kommission. Und der hat schon halt im April 2020 geschrieben, wir brauchen jetzt Social Distancing, Contact Tracing, Vaccinierung als einziges Heilmittel und so weiter. Ja. Es ist ein abgekartetes Spiel. So, erst einmal, das ist nicht die Kommission, die dann irgendwie wie alles macht, sondern es ist halt eine Kommission, das heißt halt so eine Art Think Tank, die Empfehlungen gibt, wie denn die Regierung handeln könnte. Und die Regierung kann das annehmen oder kann es nicht annehmen. Natürlich sind da einige namhafte Persönlichkeiten drin, aber da steckt natürlich viel Geld dahinter. Also das Thema dieser Kommission war ja auch nicht, wir untersuchen jetzt quasi Covid-19, woher das gekommen ist, sondern Thema dieser Kommission war, wie kriegen wir Amerika zurück quasi zur Arbeit. Also was brauchen wir? Brauchen wir Masken? Brauchen wir Abstandsregelungen und so weiter? Wie funktioniert das? Und dass die das in Anführungszeichen so schnell zusammen hatten. Ja gut, wenn ihr mal Leute 30 oder 60 Tage daran arbeiten lässt, dann kriegt man halt schon einiges zusammen. Also was anderes wäre, wenn die am 1. Januar diese Kommission schon hätten mit vorgefertigten Plänen und so weiter. Aber auch hier wieder 4 Monate nach Beginn der Pandemie, Wie soll das Vorwissen beweisen, dass die schon wussten, wie das startet? Also da hat er, glaube ich, keine Vorstellung, wie schnell das eigentlich geht, so einen Plan auszuarbeiten. Insbesondere, wie gesagt, Obama-Administration hatte ja
diese Pläne schon, die hätten sie eigentlich nur rausholen müssen. Ich weiß nicht, ob die, da waren es unterschiedliche Geschichten, dass sie die ignoriert haben und was Eigenes gemacht haben. Wie auch immer, das Wissen war da, sind fähige Leute, in 2 Monaten können die was auf die Beine stellen. In diesem Sinne, ich hoffe, es war interessant. Man versucht halt jetzt immer diese Geschichten immer weiter zu machen, weil das sind ja letztlich Geschichtenerzähler, das heißt, sie verkaufen ihre Geschichten. Und natürlich tut man dann noch die Sachen mit rein, wo er schon dran gearbeitet hat. Also er hatte ja das Buch schon 2018 oder 2019 geschrieben und hat jetzt eben sich gedacht, okay, wie kann ich das verkaufen? Okay, klebe ich quasi noch an den Titel auch noch Covid-19 dran, nicht nur Anthrax, weil wer interessiert sich für Anthrax jetzt noch, sondern er tut noch Covid-19 ein Kapitel dran und versucht dann quasi rauszufinden, okay, wer ist heute daran beteiligt? Und wer war damals daran beteiligt in diversen Kommissionen und zieht dann quasi viele verschiedene Linien und impliziert dann, okay, die waren ja damals schon beteiligt und sagt, ja, damals war das ja schon angeblich eine Verschwörung. Also, und heute sind dieselben nochmal dabei, also muss es ja auch heute eine Verschwörung sein. Also das ist so sein Gedankengang, aber ich sehe jetzt nicht, ich sehe jetzt kein Argument, wo ich sage, ah, okay, da ist kritisch, da müssen wir jetzt nochmal nachsetzen oder da hätte er recht oder so. Natürlich die Geschichte mit dem Bruce Irwin, das ist natürlich mit noch einigen Fragezeichen versehen, weil es halt eben noch nicht aufgeklärt ist, weil er halt mit seinen Geheimnissen quasi ins Grab gegangen ist. Aber was ist die alternative Theorie? Er sagt einfach, okay, das war halt dann irgendjemand anders. Aber wer konkret? Also man kann nicht nur einfach sagen, ja gut, das glaube ich nicht, aber es war dann irgendjemand anders, ohne jetzt einen Beweis zu sagen, okay, ich habe hier 1, 2, 3 Hinweise, dass es vielleicht jemand anders war. Alles, was er sagt, er zweifelt an, also, und wenn Zweifel da sind, also muss es jemand anders gewesen sein, also hat er dann mit seiner Verbindung zu heute recht. Und so funktioniert, ja, also so funktionieren Verschwörungserzählungen natürlich, also jemand, der jetzt nicht sich die einzelnen Argumente raussucht und die Primärquellen nochmal liest. Für den ist es natürlich so eine schöne Geschichte, also passt so alles zusammen, bedient so dieses Emotionale, hey, ich habe Angst, wer ist denn da schuld? Ah, ich kann meine Angst auf denjenigen projizieren. Und das sind eben ja, professionelle Geschichtenerzähler, die eben mit diesem Schein der dass sie offizielle Quellen sozusagen, dass sie einzelne Teile aus offiziellen Quellen zusammensetzen und so zusammenbauen und sich so eine Geschichte zusammenbauen, entwickeln die halt so eine Geschichte, die man erzählen kann. Aber mit der Realität hat das halt nichts zu tun. Es gibt keine Beweise dafür, auch wenn er das immer wieder sagt, dass das bewiesen ist. Okay, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich habe mich jetzt auf seine Aussagen in dem Video berufen, aber ich sehe nicht, wo er irgendwo einen Punkt hätte, wo wir sagen können, hey, da müssen wir nochmal nachschauen. Sieht eher danach aus, als hat er hier verzweifelt versucht, seine bestehende Arbeit eben in neuem Gewand jetzt zu verkaufen, indem er eben nochmal Covid-19 dran schreibt. In diesem Sinne, vielen Dank beim Zusehen. Hoffe, es war interessant. Die Quellen und so weiter habe ich auf meinem Blog hinterlegt. Den Link findet ihr einfach in der Beschreibung. Ansonsten wird es jetzt auch in Zukunft wieder mehr Videos geben. Und gerne lade ich euch auch auf Discord ein zur Diskussion, sei es als Vorbereitung für neue Videos, als auch für Feedback für dieses Video. Gerne natürlich auch im Kommentarbereich. Und natürlich gerne, wenn ihr über andere Themen diskutieren wollt, könnt ihr auch gerne im Discord beitreten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.